Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und ich koche für euch heute ein Rezept aus unserem Wunderkessel-Forum der Koch-Community mit Herz. Ich liebe Pasta. Wirklich Nudeln in jeglicher Form. Spaghetti, Macaroni, Ravioli, den kompletten Kram. Und es gibt ein Problem, es ist halt einfach kohlenhydratlastig ohne Ende. Und ich habe mal angefangen, so abends keine Kohlenhydrate zu essen. Ich habe da auch echt gute Erfolge mitgefeiert. Ihr kennt mich ja erst seit ein paar Monaten, also von daher, ihr wisst nicht, wie ich davor ausgesehen habe. Ich arbeite daran. Deswegen bin ich natürlich immer auf der Suche nach spannenden Low-Carb-Rezepten, die man dann abends wirklich auch als Alternative mal essen kann. Und ich bin fündig geworden. Und zwar machen wir heute Gnocchi. Ja, es heißt Gnocchi übrigens. Gnocchi, nicht Gnocchi. Ne? Habe ich schon mal gehört beim Italiener. Ich hätte gerne mal eine Portion von den Gnocchis. Gnocchis machen wir heute. Und zwar ohne Gluten, ohne Kohlenhydrate. Wir machen Gnocchis aus Spinat, Parmesan und Ricotta. Das Ganze ist ein One-Pot-Gericht. Gleich die Tomatensauce machen wir gleich mit und die Gnocchis hier in unserem Varoma. Wir beginnen mit dem Parmesan. Ja. Ihr könnt den natürlich auch gerieben kaufen. Ich kaufe den immer ganz gerne am Stück und häcksel den dann 10 Sekunden auf Stufe 9 in unserem Wunderkessel. Und dann haben wir schön fein gehäckselten Parmesan. Das füllen wir jetzt um, also raus aus dem Kessel, rein wieder in die Schüssel. Ich mache da jetzt so viel wie möglich raus. Eigentlich könnte man den Kessel jetzt auch auswaschen oder kurz ausschwenken, denn wir tauen jetzt den Spinat auf. Aber ganz ehrlich, da kann ja jetzt nicht wirklich viel passieren. Außer, dass sich vielleicht unten ein bisschen was von dem Parmesan festsetzt. Na komm, ich wasche mal aus. Einmal kurz ausspülen. Schadet nichts. Nee, ich denke, es ist auf jeden Fall besser, den vorher ein bisschen auszuwaschen. Ich habe Angst, dass einfach der Parmesan dann da unten irgendwie fest bappt. Und das wollen wir jetzt nicht. Also nicht, dass da irgendwas anbrennt. Ja? Spinat habe ich für euch mitgebracht. Das sind 450 Gramm. Das ist diese TK-Ware, einzeln portionierbar. Das ist diese Firma, die den Seemann beschäftigt, um Werbung zu machen. Der ist eigentlich ganz tauglich. Und den können wir natürlich hier im Thermomix auftauen. 10 Minuten lassen wir das Ganze in der Sanftrührstufe 100 Grad laufen. So. Und in der Zwischenzeit gibt es eigentlich nichts zu tun. Abwarten. Ich könnte euch noch vorstellen, was ich sonst noch hier so mitgebracht habe. Ja? Was brauchen wir noch? Parmesan, habe ich schon gesagt, 100 Gramm. Den haben wir schon geschreddert. Wie gesagt, ihr könnt auch schon geriebenen Parmesan kaufen. Klar, ne? Gibt es ja auch. Wir brauchen noch eine kleine Karotte. Nachher für die Soße 2 Eigelb habe ich noch dabei. Italienische Kräuter gibt es ja auch als Mischung. Die habe ich jetzt selber hier zusammengemischt. Basilikum und Majoran, Thymian und sowas da alles so reingehört. Ein Esslöffel etwa. Dann eine große Dose Tomaten. Ricotta für unsere Gnocchis gleich. Das sind 250 Gramm. Was haben wir hier noch? Eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe. Die Zwiebel schon mal halbiert, damit der Kessel nicht so viel arbeiten muss. Pfeffer, Salz, ganz klar. Bisschen Muskatnuss nachher zum Abschmecken, Balsamico-Essig, 10 Milliliter und 200 Milliliter Wasser. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Jetzt sind es noch 8 Minuten, ich gehe mal einen Tee trinken. So, unser Spinat ist aufgetaut. Ich werde den jetzt, weil der ja noch sehr feucht ist, ich mache das hier in unser Siebchen und drücke das kräftig aus, nachdem es ein bisschen abgekühlt ist, um die Feuchtigkeit daraus zu nehmen, weil wir müssen da ja Gnocchis draus formen und das wäre schwierig, wenn der Spinat noch so nass ist. Wie gesagt, ich lasse es kurz
abkühlen, dann drücke ich es aus. So, wir werden jetzt die übrigen Ingredienzien schon mal hier in den Topf einfüllen. Einmal unser geriebener Parmesan, dann die zwei Eigelb. Das haben wir schon mal hier getrennt. Das ist auch immer so ein Adventure, ja, für mich Eiweiß und Eigelb zu trennen. Ricotta 250 Gramm, dann ein Teelöffel Salz. Nicht zu viel, ja, weil der Parmesan ja selbst auch schon sehr salzig ist. Eine Prise Pfeffer. So, ich drücke jetzt schon mal den Spinat aus, der ist noch heiß, aber gucken wir mal, wie das wird. So, dann unser ausgedrückter Spinat aus dem Sieb dazu. Alles rein. Und dann wird das Ganze auf Stufe 4 30 Sekunden miteinander vermischt. So, da ist noch ein bisschen Spinat, nichts verschenken hier. Deckelchen drauf, 30 Sekunden, Stufe 4, auf geht's. So, fertig und umfüllen unsere Gnocchi-Masse, unsere Spinat-Parmesan-Gnocchi-Masse, denn das Ganze muss jetzt noch 15 Minuten quellen. Ich habe den Topf mal kurz ein wenig ausgewaschen. Wir bereiten jetzt schon mal die Soße vor. Noch nicht kochen die Soße, denn während des Kochvorgangs nachher der Soße, da werden gleichzeitig die Gnocchis im Varoma mit gedämpft. In den Mixtopf kommen die Zwiebel und die Knoblauchzehe, die Karotte. Das Ganze wird 5 Sekunden Stufe 5 klein gehackt. Dann geben wir Olivenöl dazu, etwa 20 Gramm. So, ich finde das mit dieser Waage ja so unglaublich praktisch. Ich glaube, ich drücke mal die Karotten noch ein bisschen runter hier, dass da nicht so viel oben im Kessel hängt. 5 Minuten Stufe 1. 120 Grad. Das kann man schon machen, während die Gnocchis hinten vor sich hin quellen. Deckel drauf. So, unser Karotten-Zwiebel-Mix ist jetzt, Karotten-Zwiebel-Knoblauch-Mix ist jetzt angedünstet. Das lassen wir jetzt einfach hier stehen. Noch ein paar Minuten, bis die Gnocchis richtig gequollen sind. Wie gesagt, weil die Soße, die machen wir erst fertig, wenn wir die Gnocchis in unserem Varoma haben. Ja, und dazu muss der Teig jetzt noch ein bisschen quellen. So, 15 Minuten ist unser Teig jetzt gequollen. Ja, wir haben den da quasi stehen lassen. So richtig fest wirkt das noch nicht auf mich. Ich bin mal gespannt, wie wir da jetzt Gnocchis draus geformt bekommen. Ich versuche das jetzt einfach mal mit zwei großen Löffeln, ohne mir da jetzt irgendwie die Finger schmutzig zu machen, wird es wahrscheinlich trotzdem nicht gehen, und mache da jetzt einfach mal so kleine, oh, das geht ganz gut, hier so kleine Kleckschen hier. Das wird ja jetzt gedämpft und dadurch wird das wahrscheinlich dann auch fest. Also, da lege ich jetzt mal los mit und dann schalte ich euch wieder ein. Ja, 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 das sieht etwas seltsam aus. Ich weiß nicht, ob ich den Spinat vielleicht noch mehr hätte ausdrücken sollen, aber meiner Meinung nach kam da nicht mehr viel Wasser raus. Es ist schon sehr, wie sagt man, larvig, ne? Es verläuft doch etwas, ne? Da hat man sich so viel Mühe gegeben mit der Form, aber das wird ja jetzt hoffentlich noch stocken durch das Ei und den Käse. Ich bin gespannt. Wichtig ist auch, wie es schmeckt. Wir müssen jetzt hier unten zu unserem Karotten-, Zwiebel-, Knoblauch-Schredder noch die Kräuter, das Salz. Also hier nochmal einen Esslöffel italienische Kräuter dazugeben. Dann eine Prise Salz noch.
bisschen Pfeffer, die 10 Milliliter Balsamico kommen dazu, dann 200 Milliliter Wasser und halt eben 800 Gramm Tomate aus der Dose. Das machen wir jetzt alles hier rein. Oh, ich habe es geschafft, ohne alles zu verspritzen. Ich bin begeistert. Ja, erst den Deckel drauf, dann den Varoma. Also erst Deckel drauf, dann den Varoma. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. 30 Minuten machen wir das Ganze in der Varoma-Stufe. Und zwar Stufe 1. Das reicht. So, dann bleibt uns nichts anderes als 30 Minuten zu warten und zu gucken, wie ist es denn geworden. Unsere Gnocchis mit Tomatensauce sind fertig. Es ist immer wieder spannend, eure Rezepte auszuprobieren und hier, das sieht wirklich spannend aus. Ja, es ist in der Tat ein bisschen, ich sag mal, unförmig geworden. Don't judge a book by its cover, heißt es so schön, ja, kein Buch nach seinem Einband beurteilen. Fest sind sie auf jeden Fall, vielleicht hätten wir sie einfach ein bisschen kleiner machen sollen, ich weiß es nicht. Der Spinat war komplett ausgedrückt, aber gut. Wichtig ist ja auch, wie es schmeckt. Ich probiere da jetzt einfach mal eine kleine Portion von. Wenn ich noch eine Kelle hätte, wäre das super. Denn darum geht es ja. Ja, wie schmeckt das Ganze? Es sieht schon mal sehr tomatenstückig aus, die Soße. Das mag ich eigentlich sehr. Jetzt habe ich mir natürlich hier Messer und Gabel geholt und keinen Löffel. Haben wir aber auch. Zack. Und dann probieren wir mal. Sehr helle Soße, auch sehr flüssig, aber geschmacklich sehr frisch, sehr tomatig. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Gnocchis sind. Also geschmacklich sind die echt gut. Ja, wie gesagt, sehen etwas seltsam aus, sind etwas verlaufen, aber geschmacklich von der Konsistenz her, gemeinsam mit dieser Tomatensauce, gibt es nichts auszusetzen. Echt, echt lecker. Und eine schöne, ja vor allen Dingen kohlenhydratfreie Alternative zu den üblichen Kartoffelgnocchis, die man kochen muss. Ich würde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren und dann vielleicht mal frischen Spinat nehmen. Ja, das könnte man ja auch mal probieren. Der wird wahrscheinlich dann, ja gut, den muss man auch kochen. Ich lasse mir da was einfallen und informiere euch, wenn ich eine Lösung gefunden habe. Denn ganz ehrlich, zu Hause, ne, würde ich das so kochen, aber wenn du jetzt Gäste hast, schwierig. Aber vielleicht habt ihr auch eine Lösung, wie man diese Gnocchis etwas ansprechender gestaltet, servieren kann. Weil geschmacklich ist es top, ja, optisch kann man dran arbeiten. Werde ich dran arbeiten, aber genau deswegen probieren wir ja die Rezepte aus dem Wunderkesselforum aus, um zu wissen, wie läuft's denn, wie schmeckt's denn, wie funktioniert's denn. Das hat eigentlich alles, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Dann lasst gerne ein Like unter dem Video, abonniert unseren Kanal, denn nur hier bekommt ihr die besten Rezepte ungeschönt und ja, auch manchmal etwas improvisiert aus dem Wunderkesselforum präsentiert. Ich freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss und guten Appetit.